ich sende einen Willkommensgruß an die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, an die Oberbürgermeister und BürgermeisterInnen oder ihre VertreterInnen aus den Nachbarstädten und Gemeinden, an die Kirchenvertreterinnen und Vertreter, an die zahlreichen Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Schweigheimer Vereine, an die Mitarbeiterinnen der Verwaltung, an die Damen und Herren des Gemeinderats und des früheren Gemeinderats sowie an die Vertreter der Presse. Sollte ich jemand vergessen haben, so bitte ich um Nachsicht. Mein Gruß geht auch an alle Zuschauer zu Hause an ihren Bildschirmen. Die Pandemie hat uns leider gezwungen, die Gästezahl zu beschränken, aber durch die heutigen elektronischen Mittel haben wir den Interessierten zu Hause einen Ersatz ermöglicht. Wir hoffen, dass wir bei der nächsten größeren Veranstaltung wieder alle hier im Saal begrüßen dürfen. Als Einzige begrüße ich namentlich Frau Dr. Astrid Loff, die heute Abend als erste weibliche Bürgermeisterin unserer Gemeinde durch den stellvertretenden Bürgermeister Alexander Bauer verpflichtet wird. Heute ist Ihr Tag, sehr geehrte Frau Dr. Loff. Liebe Frau Dr. Loff, die Bürgerinnen und Bürger Schweigheims haben Sie am 12. September 2021 mit 62,5% der Stimmen, also mit absoluter Mehrheit, im ersten Wahlgang zur neuen Bürgermeisterin Schweigheims gewählt und damit Ihnen Ihr Vertrauen ausgesprochen. Die Wahl war fair und es gab mehrere Kandidaten. Wir hatten also eine Auswahl. Sie, sehr geehrte Frau Loff, haben sich aber souverän durchgesetzt. Dazu noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch. Wir alle freuen uns, dass das Rathaus nun wieder eine Chefin hat. Wir alle, das sind die Verwaltung, die letzten Monate hart arbeiten musste und dies bravourös gemeistert hat. Ich denke, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus sind nun froh, dass wieder ein Rathauschef bzw. jetzt eine Chefin da ist, mit der Sie vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten können. Es wird viel Neues auf Sie zukommen, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da bin ich mir ganz sicher, werden Sie tatkräftig dabei unterstützen. Wir alle, das sind der Gemeinderat, der ebenfalls froh ist, wieder eine Vorsitzende zu haben und der sich auf eine offene, respekt- und vertrauensvolle Zusammenarbeit freut. Es wird in Zukunft hoffentlich wieder Nachsitzungen geben, an denen wir uns dann kennenlernen und uns in lockerer Atmosphäre austauschen können. Wir alle, das sind die Bürger und Bürgerinnen von Schweigheim, also die Schweigermer. Wie Sie schon festgestellt haben, sind wir ein freundliches, aufgeschlossenes und feierfreudiges Völkchen. Wir treiben um und sind umtriebig. So ist zum Beispiel unser Fleckenfest weit über die Grenzen hinaus bekannt, dank unseren verlässlichen und engagierten Vereinen. Auf die Eröffnung des nächsten Fleckenfestes durch Sie dürfen wir uns jetzt schon freuen. Liebe Frau Dr. Loff, ich weiß, die Erwartungen sind hoch, aber ich weiß auch, dass Sie äußerst motiviert sind und mit viel Elan, Mut und Selbstsicherheit an die Arbeit herangehen werden. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir alle einen gemeinsamen Weg finden werden, auf dem wir alle zusammen gehen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
Jetzt möchte ich das Wort weitergeben an Herrn Holger Mayer, den Leiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Dr. Lorff, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Bürgerinnen und Bürger hier in der Halle, aber auch zu Hause an den Bildschirmen. Zunächst darf ich Ihnen die Grüße von Herrn Landrat Dr. Siegel überbringen. Er hat mich gebeten, ihn zu entschuldigen. Wie Sie, Frau Dr. Lorff, wissen, hat er im Vorfeld vieles versucht, um an der Amtseinsetzung selbst teilnehmen zu können. Zu seinem Bedauern ist er jedoch wegen eines lang geplanten runden Geburtstags in der Familie verhindert. So stehe ich nun hier als Vertretung. Gleichzeitig endet für Schwalkheim eine längere Phase der Vertretung, weswegen ich mich an dieser Stelle zunächst bei Herrn ersten stellvertretenden Bürgermeister Bauer für sein Engagement in den letzten Monaten bedanken möchte. Ich denke aber auch, dass Sie, Herr Bauer, froh sind, dass Sie als erster Offizier das Schiff sicher in den Hafen gebracht haben. Ich möchte Ihnen, Frau Bürgermeisterin Dr. Lorff, zu Ihrer Wahl und im Amt der Bürgermeisterin der Gemeinde Schwalkheim gratulieren, auch im Namen des Kreistags und der Kreisverwaltung. Wer dieses Jahr Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden wollte, der musste zum ersten Mal in der Geschichte der Bundestagswahlen kein Duell, sondern ein Triell gewinnen. Sie mussten, um Bürgermeisterin von Schwalkheim zu werden, sogar ein Heptaell für sich entscheiden. Und das mit einem an Deutlichkeit kaum zu überbietenden Wahlerfolg, wie die Stuttgarter Zeitung titelte. Dies zur Verdeutlichung ein paar Zahlen. Während alle Teilnehmer des Triells der Bundestagswahl zusammen auf 59% der Wählerstimmen kamen, haben Sie über 62% der Wählerinnen und Wähler von sich überzeugt. Dies ist ein Erfolg Ihres Wahlkampfs, in den Sie früh eingestiegen sind und in dem Sie auf Augenhöhe den Schwalkheimerinnen und Schwalkheimern begegnet sind, und zwar in der realen Welt, wie auch in der virtuellen Welt, den Social-Media-Kanälen. Sie berichteten hierbei, dass Sie nahezu ausnahmslos positive Erfahrungen bei diesen Begegnungen gemacht haben. Dies spricht für die Schwalkheimerinnen und Schwalkheimer. Leider berichten uns als Kommunalaufsicht immer wieder Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker und hier ausdrücklich Haupt- und Ehrenamtliche, dass der raue Ton aus den Social-Media-Kanälen mehr und mehr in die reale Welt wandert und sie sich zum Teil heftigen persönlichen Angriffen ausgesetzt sind. Der Musiker Paul Würdig charakterisierte unsere Gesellschaft in einem seiner Liedtexte wie folgt: Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Dies soll als Aufforderung verstanden werden. Dass gerade aber Paul Würdig diese Forderung nach mehr Menschlichkeit aufstellt, ist nicht selbstverständlich. Wahrscheinlich ist er Ihnen unter seinem Künstlernamen Sido eher ein Begriff. Er hat seine Wurzeln im Gangster-Rap und gerade in diesem Genre wurde die persönliche Diffamierung, der sogenannte Diss, zu einer Kunstform erhoben. Das Zitat zeigt somit, dass auf dem Weg vom Saulus zum Paulus auch sehr weite Strecken zurückgelegt werden können. Und nennen Sie mich naiv, aber ich persönlich glaube, dass sich die Gesellschaft wieder mehr an dem orientieren kann, was Immanuel Kant als kategorischen Imperativ bezeichnet hat oder was als goldene Regel bekannt ist. Handele gegenüber anderen, wie du von anderen behandelt werden willst. Diese Maxime findet sich übrigens auch im Eingangsbereich des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York City, also dort, wo die Gremien der UNO tagen. Aber nun von der globalen Politik zurück in die heimische Polis, zurück nach Schwalkheim. Rund 71% der Fläche Schwalkheims ist unbebaut. Die Siedlungsfläche schmiegt sich an die Ausläufer der Bucher Höhe im Südosten und die Wiesen und Äcker im Norden und Nordwesten. Man ist also schnell in der Kultur- und Naturlandschaft. Als Naturliebhaberin und Imkerin sind Sie somit hier am richtigen Platz. Auch, dass Sie Ihren eigenen Weinberg bewirtschaften, ist ein Hobby, das es Ihnen leicht macht, sich fachlich mit den Menschen vor Ort auszutauschen. Denn die Weine der Schwalkheimer Weingüter genießen einen hervorragenden Ruf
und zeichnen sich dadurch aus, dass sie alte Rebsorten erlebbar machen oder dass ein experimenteller Ausbau zum Beispiel in einer Amphore stattfindet. Aktuell machen diese Weingüter mit Online-Weinproben dem jahrgangsbesten Winzer-Azubi oder dem Gin aus der Zwischenbegrünung der Weinberge auf sich aufmerksam. Und auch der Gin der Landeshauptstadt hat seine Wurzeln in Schweigheim und ich habe mir sagen lassen, dass dies ein Export aus dem Rems-Murr-Kreis ist, mit dem man sogar im Stuttgarter Rathaus zufrieden ist. Und es ist bemerkenswert, dass die Plätze 1 und 2 beim Wettbewerb des DLG Jungwinzer beim Wettbewerb DLG Jungwinzer des Jahres 2014 und 2015 beide nach Schweigheim gingen. Apropos Jungwinzer, der Draht zur Jugend ist Ihnen wichtig. Das zeigt sich in Ihrer bisherigen Berufswahl, aber auch in Ihrem bisherigen kommunalpolitischen Engagement in der Jungen Liste in Leutenbach. Junge Menschen eine Zukunft und eine intakte Umwelt zu bilden, war ein Leitbild, das sich in vielen Punkten Ihres Wahlprogramms widerspiegelte. Und in der Tat wird der eingangs von mir erwähnte kategorische Imperativ seit Hans Jonas nicht mehr nur auf die eigene Generation bezogen. Handle so, dass die Wirkung deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden, lautet die Maxime, die heute von Fridays for Future, aber auch vom Bundesverfassungsgericht eingefordert wird. Hier bewegen Sie sich mit Ihren Visionen auf der Höhe des Zeitgeistes. Und diese Ausrichtung auf die Jugend hat ihre Berechtigung. Ich finde es bezeichnend, dass das Jugendwort des Jahres 2020 lost ist, also verloren, ahnungslos, unsicher. Damit Sie sich niemals lost fühlen, möchten wir als Landkreis Lotse und Partner sein. Deshalb war es uns und Herrn Landrat Dr. Siegel wichtig, Sie schon in der Woche nach Ihrer Wahl auf die Klausur der Bürgermeisterversammlung mitzunehmen. Uns war es wichtig, Ihnen einen guten Start in der kommunalen Familie zu ermöglichen. Partner sind wir, da wir gemeinsam daran arbeiten, das Wohl der Einwohner zu fördern, wie die Gemeinde- oder Landkreisordnung es formulieren. Der Landkreis ergänzt hierbei mit den Aufgabenfeldern ÖPNV, Kliniken und beruflichen Schulen die Angebote der Gemeinde. Als Kommunalaufsicht werden wir als Lotse tätig und unterstützen Sie bei Ihrer Arbeit und wachen darüber, dass eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung erfolgt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass politische Dispute kein Feld der Rechtsaufsicht sind. Frau Dr. Loff, mit einem Wahlerfolg sind natürlich auch immer hohe Erwartungen verknüpft, die es zu erfüllen gilt. Und auch wenn, wie eingangs erwähnt, Ihr Wahlergebnis mit über 62% bemerkenswert war, werden Sie feststellen, dass der Anteil Ihrer Wähler bei den Besuchern Ihrer Bürgersprechstunde bei 110% liegt, mindestens. Auch wenn in diesem Rahmen die Anliegen einzelner Bürger leidenschaftlich vorgetragen werden, gilt es hier abzuwägen. Die Summe der Einzelinteressen ergibt nicht das Gemeinwohl, sondern das Chaos, wie es einst Manfred Rommel formulierte. So kann das Ziel der Nachverdichtung gesamtgesellschaftlich zwar gewollt sein, wenn es in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet, stößt es oftmals auf wenig Begeisterung. Auch bei der Priorisierung der gemeindlichen Projekte muss leider zwischen den Bedürfnissen der verschiedenen Akteure des Gemeindelebens abgewogen werden. So wird es stellen. Als dies noch zu meinen Aufgaben als Kämmerer gehörte, habe ich mir stets ein Zitat von Maurice Dance zur Leitlinie gemacht. Die Aufstellung eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen. Die zukünftige Gestaltung des Geronner Platzes bewegt die Menschen. Und auch die Frage, ob eine dritte Sporthalle erstellt wird, ist noch nicht ausdiskutiert. Viele große politische Themen wie der Klimawandel oder der Katastrophenschutz und die Digitalisierung stellen die Gemeinde bei der Umsetzung vor enorme Herausforderungen. Hier an der Basis, dort wo die Menschen leben, muss die Überzeugungsarbeit geleistet werden und so mancher Konflikt ausgefochten werden. Sie haben sich ganz bewusst für dieses Amt der Bürgermeisterin entschieden. Sie werden jetzt viele Dinge sehr direkt beeinflussen können. Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie Sie mit klaren Vorstellungen für die Zukunft und ich bin mir sicher, dass Sie mit dem Gemeinderat die richtigen Prioritäten setzen werden. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dr. Loff, ich habe jetzt schon viele Berühmtheiten zitiert und möchte zum Ende meiner Rede einmal Sie selbst zitieren. Ich habe in einer Ihrer wissenschaftlichen Publikationen den nachfolgenden Satz gefunden. Competencies are abilities to perform in real-life situations. Frei übersetzt, Kompetenzen sind Fähigkeiten, die im richtigen Leben angewandt werden müssen.
Dieser Satz hat mich sehr beeindruckt und ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen werden, gemeinsam mit einer tatkräftigen Gemeindeverwaltung, einem konstruktiven Gemeinderat und einer ehrenamtlich sehr engagierten Bürgerschaft Ihre Kompetenzen zum Wohle der Gemeinde Schwaigheim einzusetzen. Um Ihnen die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und den Start im neuen Amt zu versüßen, darf ich Ihnen ein paar Geschenke überreichen. Kaffee- und Espresso-Tassen für die kleine Pause zwischendurch und ein Gutschein für Remstal und Schwäbischen Wald für größere Auszeiten. Ich habe sie bewusst dort unten gelassen, weil der Landrat hat gesagt, ich darf alles machen, aber kein Porzellan zerdeppern. Aber ich werde es Ihnen übergeben. Bevor ich Ihnen jetzt noch ganz offiziell die Urkunde zu Ihrer Amtseinsetzung überreiche, wünsche ich Ihnen, liebe Frau Dr. Lauf, von ganzem Herzen einen gelungenen Start in Ihre erste Amtszeit und der liebenswerten Gemeinde Schwaigheim das Beste für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, die da vorne wittet und lachet. Sie wundern sich, warum ich etwas unkonventionell die Bühne erklimme. Ich kann es Ihnen sagen, als ich mein Geschenk niedergelegt habe, mich gebückt habe, mir ist die Hose gerissen. Und der Herr Wacker, der Partner von Frau Dr. Luff, hat sich standhaft geweigert, mit mir seine Hose zu leihen. Und da stand ich vor der Wahl, heimfahren und eine halbe Stunde später kommen oder Augen zu und durch. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Ja, liebe ab Montag dann Altgemeinderätin, liebe ab heute Kollegin Astrid Loff, werte Familienangehörige, werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schwaigheim und eure liebe Schwaigheimer. Eigentlich sollte hier jetzt der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr stehen als Kreisvorsitzender des Gemeindetags für die Kommunen. Er ist erkrankt, ich soll Sie herzlich grüßen. Und so habe ich nun die besondere Ehre, als Kreisvorsitzender des Bürgermeisterverbands dieses Grußwort zu halten. Eine besondere Ehre auch, weil Gerhard Häuser der zweite stellvertretende Vorsitzende in unserem Vorstand war. Der berühmte deutsche Dichter Matthias Claudius war der Ansicht, die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Sie, liebe Schwaigheimer, Sie haben Vertrauen in Frau Dr. Loff, und Sie haben sie mit dem großen Vertrauensvorschuss von 62% zu Ihrer neuen Bürgermeisterin gewählt. Und da gibt es in Österreich eine Schriftstellerin, gab es Marie von Ebner-Eschenbach, vor über 100 Jahren sagte sie, um ein öffentliches Amt glänzend zu verwalten, braucht man eine gewisse Anzahl guter und, Überraschung, schlechter Eigenschaften. Also ich habe jetzt schon eine Weile überlegt, mir sind eigentlich keine schlechten Eigenschaften eingefallen. Ja gut, vielleicht, sie schwätzt nicht Schwäbisch. Aber mit Blick auf die Schwaigheimer Bürgermeisterlegende, weiß nicht, ist er da, Lothar Krüger, war auch in Preuße, also das ist keine Schande in Schwaige. Und da gibt es ja die nette Anekdote, wo so ein Kind, ein Mädchen nach Braunschweig zur Tante fuhr und die Tante dann sich beschwert hat, Kind, sprich Deutsch mit mir.
Dann sagte das Kind protestierend, ich bin kein Deutsche, ich bin ein Schwab. Und der Schwab ist Astrid Lofau, stammt aus Waiblingen und da legt sie auch Wert drauf. Also keine schlechte Eigenschaften, aber doch eine ganze Menge gute, finde ich, und findet sie sicher auch, wenn sie diesen professionellen, ja leidenschaftlichen Wahlkampf verfolgt haben, der weiß, sie ist eine Persönlichkeit, die einiges mitbringt für dieses Amt. Die eine moderne Bürgermeisterin sein will, die motiviert, die anderen Verantwortung überträgt, die Brücken baut, die ihre Mitarbeiter genauso einbinden will wie den Gemeinderat, die Vereine, Kirchengemeinden, Gremien wie Elternbeiräte, die das Ohr am Volk hat und die nicht zuletzt das Image von Schweigheim positiv prägen will. Es gab vor einiger Zeit eine Umfrage zu den wichtigsten Kompetenzen für Führungskräfte in Krisenzeiten und da gab es drei Kriterien ganz vorn. Und das war Wahrhaftigkeit, Belastbarkeit und Begeisterungsfähigkeit. Ich denke, alle drei Punkte bringt die Frau Dr. Loff mit. Sie ist zwar Dozentin, doch keine, die nur doziert, die anderen nur erklärt, was zu tun ist. Wir haben es ja auch gehört, Herr Mayer, sie packt selber an als Imkerin im eigenen Weinberg. Und lieber Kollege Hartmut Holzwart Winnenden, jetzt müssen wir uns halt jemand anders suchen für unseren Gemeindehonig in Winnenden und in Leutenbach. Vor 2 Jahren wurde sie, das kommt dann immer vor, auf Anhieb in der Gemeinderat gewählt als Stimmenkönigin der jungen Liste und mit dem siebtbesten Ergebnis aller Kandidaten. Und da hat sie wirklich schnell gezeigt, sie ist ein Homo politicus, sie ist ein Mensch, der politisch denkt. Und sie hat sich wirklich mit beachtlicher Leidenschaft in diesen 2 Jahren für Entscheidungen eingesetzt, die sie für richtig und zukunftsweisend hielt. Und ich denke, diese 2 Jahre Gemeinderatserfahrung haben sicher dazu beigetragen, zu dem Entschluss, als Bürgermeisterin für Schweigheim zu kandidieren. Geschmack gefunden bei uns dann am Gestalten, am Debattieren und kennt dadurch auch den Ablauf von Gemeinderatssitzungen schon. Ja, liebe Astrid, heute beginnt ein neues Leben, kann ich hier sagen. Ministerpräsident Kretschmann hat uns Bürgermeistern vor 3 Jahren gesagt, wir seien Kanzler, Außenminister, Innenminister etc. etc. in einer Person. Und auch schon Friedrich der Große wusste, ein paar Jahre Bürgermeister in einer kleinen Stadt lehren mehr als alle Studium der Philosophie. Und ich kann wirklich sagen, nach 22 Amtsjahren, so ist es. Und da gibt es auch ein nettes schwäbisches Gedicht dazu. Die Erwartung, die ist groß, doch Mensch ist auch ein Schuldes bloß. Jedem Bürger seine Sache, alleweil auch recht zu machen, ist eine Kunst, die keiner kann, ganz egal, ob Frau, ob Mann. Ja, es allen recht zu machen, ist eine Kunst, die niemand kann. Der Austausch von unterschiedlichen Meinungen, auch Kritik, gehören zur Demokratie. Doch es sollte im politischen Streit immer der Mensch im Blickfeld bleiben. Und unter Demokraten sollte sowieso das Gemeinsame und nicht das Trennende im Vordergrund stehen. Und für die Zukunft unserer Gesellschaft ist es, denke ich, nicht zu unterschätzen, welches Vorbild geben wir ab, Bürgermeister und Verwaltung, Gemeinderat, und welches Bild wird von uns über den Umgang miteinander in der Öffentlichkeit vermittelt? Zum Schluss nochmal zum Thema Vertrauen. Vertrauen stärkt jeden Menschen. Ein neuer Bürgermeister profitiert von einem gewissen Vertrauensvorschuss.
In diesem Sinne wünsche ich stellvertretend für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rems-Murr-Kreis dir, liebe Astrid, alles Gute, Gottes Segen für Gemeindeschiff und Steuerfrau, sowie Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schweigheim und dem Gemeinderat, eine gute Zukunft mit Ihrer neuen Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff. So, das Schenk lassen wir jetzt unterstehen hier, das hat jetzt genügend Schade angerichtet. Aber gut, Schweige ist ja bekannt, ja berühmt für seine Weingüter, Bäserwirtschaft und vieles mehr. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich hier reden darf, nutze ich so einen kleinen Werbeblock. Leutenbach hat auch ein bisschen was zu bieten. Da unten steht zum einen vom Mostkönig, vielleicht kennen den manche, Bernhard Müller, der Leutenbacher Mostkönig, 2 Flaschen Cider, heißt es neudeutsch, also ein Edelmost, international prämiert. Dann vom Geigergrund, sehr nah an Schweigheim, an der Markung, ein Quitten-Edelbrand. Tee aus dem Spatzerhof, 2 Freikarten fürs Kulturabo, um mal wieder zu entspannen. Und 2 Flaschen Wappenwein, den man nicht mehr kaufen kann. Der eine Jahrgang 2015, das war noch der alte aus dem Remstal. Und seit 2 Jahren haben wir ja im Weingut Wagner auch einen eigenen Wein, der auch bei uns wächst, in Weiler zum Stein. Eine Flasche vom Jungfernwein. Alles Gute dabei, viel Spaß dabei. Und ein Glas Gemeindehonig verschenke ich nochmal auch immer, aber habe ich gedacht, in diesem Falle an die Herstellerin nicht notwendig. Also viel Freude damit, dir und dem Herrn Wacker. Alles Gute, eine gute Zukunft dann in Schweigheim. Danke. So. Ich trete den geordneten Rückzug an. So. Ein herzliches Dankeschön an den Herrn Mayer und den Herrn Kiesel für Ihre Grußworte. Und ich finde es grandios, wie Sie mit diesem Missgeschick umgehen. Ja, klasse. Sehr geehrte Frau Dr. Loff, sehr geehrter Bundestagsabgeordneter Herr Professor Dr. Stefan Seiter, meine sehr verehrten Mitglieder des Landtages Julia Goll und Svantil Sperling, werter Herr Mayer als Vertreter des Landkreises, meine sehr verehrten Bürgermeister aus den Nachbarorten, Oberbürgermeister Hartmut Holzwart aus Winnenden, Jürgen Kiesel aus Leudenbach, wie schon gehört, heute in Vertretung von Thomas Bernlöhr als Kreisvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg hier. Holger Niederberger aus Berglen und in Vertretung den ersten stellvertretenden Bürgermeister aus Korb, Herrn Albrecht Ulrich, und Herrn Siegfried Bubeck aus Waiblingen als ehrenamtliche Stellvertretung von Herrn Oberbürgermeister Hesky. Sie alle begrüße ich zu diesem besonderen Anlass sehr herzlich. Ebenso begrüße ich sehr herzlich die Vertreter der im Ort ansässigen Glaubensgemeinschaften, die Vertreter von Polizei und Feuerwehr sowie die Vertreter der Presse. Willkommen heiße ich die Vereinsvorsitzenden, die führenden Köpfe unserer lokalen Wirtschaft und die Vertreter unserer Stiftungen. Mein Gruß gilt den Kreisrätinnen und Kreisräten, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie dem Träger der Bürgermedaille Hermann Zoller. Mein Gruß und meinen Kolleginnen, den stellvertretenden Bürgermeisterinnen Brigitte Röger und Karin Gottschalk. Den Bürgerinnen und Bürgern in der Halle, aber auch zu Hause vor den Monitoren gelten meine Willkommensgrüße. Ebenso den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Verwaltung und Gemeinde
stellvertretend hier für unseren Personalratsvorsitzenden Ivan Katic. Allen, die krankheitsbedingt absagen mussten, wünsche ich eine baldige Genesung. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich bei der Vielzahl an Ehrengästen nicht alle namentlich aufrufen kann und sollte ich doch die eine oder den anderen übersehen haben, sehen Sie es mir bitte nach. Denn die Gästeschar der heutigen Feierstunde ist riesig und belegt damit eindrücklich. Das Interesse an der Amtseinsetzung unserer neuen Bürgermeisterin ist groß. Das ist insofern erfreulich, weil es die Verbundenheit mit der gewählten Bürgermeisterin ausdrückt, der am 12. September 2021 gleich im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit von den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen ausgesprochen wurde. Es ist nicht zu übersehen, liebe Frau Dr. Loff. Alle Blicke sind heute auf Sie gerichtet. Ich darf daher Sie an erster Stelle hier in unserer festlich gestimmten Mitte herzlich begrüßen. Herzlich willkommen. Der Willkommensgruß gilt auch Ihrer Familie, Ihren Söhnen und Ihrem Partner, die heute in ganz besonderer Weise an Ihrer Seite stehen und teilnehmen am Startpunkt Ihres beruflichen Wirkens in unserer Gemeinde. Diese neue berufliche Herausforderung ist nicht nur für Sie, liebe Frau Dr. Loff, ein wichtiger Einschnitt in der beruflichen Karriere. Auch Ihre Familie wird wohl nicht gänzlich unberührt davon bleiben. Das Amt der Bürgermeisterin ist innerhalb des kommunalen Gefüges von herausragendem Gewicht. Als Bürgermeisterin sind Sie mehr als nur die Repräsentantin einer Kommune. Sie setzen Schwerpunkte, entwickeln Initiativen, kümmern sich um die Belange unseres Gemeinwesens. Sie sind Ideengeber für eine positive Zukunft unserer Gemeinde. Mit anderen Worten, auf Ihnen liegt eine große Verantwortung. Auch wenn unserer kommunalen Selbstverwaltung nicht das Prinzip einer parlamentarischen Regierung zugrunde liegt, ist die Bürgermeisterin in besonderem Maße gefordert, wenn es um die zukunftsgerechte Entwicklung unserer Gemeinde geht. Wir als Gemeinderat setzen daher auf Sie, liebe Frau Dr. Loff. Wir werden Sie bei allen anstehenden Aufgaben engagiert und konstruktiv begleiten. Das ist unser Versprechen an Sie. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Verantwortung für unser Gemeindeschiff am Wahltag auf Sie übertragen. Nicht nur verfügen Sie über eine respektable berufliche Erfahrung, auch haben Sie einen überaus engagierten, bürgernahen Wahlkampf geführt und dabei Taktgefühl bewiesen für diese besondere Situation, in der dieser stattgefunden hat. Sie haben sich von den schwerwiegenden Ereignissen, dem tragischen Tod des bisherigen Amtsinhabers Gerhard Häuser, nicht abhalten lassen. Ruhe und Frieden in die Gemeinde zu tragen, ist eine Herausforderung, die Ihnen die Wählerinnen und Wähler am 12. September 2021 mit deutlichem Votum zugetraut haben. Doch nicht nur deswegen wartet auf Sie, liebe Frau Dr. Loff, wahrlich keine leichte Aufgabe. Denn die Anforderungen und Entscheidungen, die anstehen, sind vielfältig und müssen unterschiedlichen Interessen gerecht werden. Die Mitglieder des Gemeinderates, dem Sie künftig vorstehen, sind langjährig erfahrene Männer und Frauen, die hier aufgewachsen oder den größten Teil ihres Lebens hier verbracht haben. Unsere Verbindung wird der gemeinsame Wählerauftrag sein, zum Wohl der Gemeinde um zukunftsgerechte Lösungen zu ringen. So gelingt es uns mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, dass es mit Schwaigheim im Gesamten vorwärts geht. Daher wird es nicht ausbleiben, dass Kompromisse geschlossen werden müssen, denn häufig gibt es nicht nur einen Weg, um ein Ziel zu erreichen. Hier werden Sie als Frau des Ausgleichs und des kommunalpolitischen Geschicks besonders gefragt und gefordert sein. Dem Wohl unseres Gemeinwesens können wir nur gerecht werden, wenn wir in gegenseitiger Verantwortung gut zusammenarbeiten. Nur so können wir unsere Gemeinde weiterentwickeln und den gesellschaftlichen Veränderungen mit demokratischen Entscheidungen Rechnung tragen. Die Mitglieder des Gemeinderates reichen Ihnen, liebe Frau Dr. Loff, die Hand zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Trotz aller rechtlichen Vorgaben, die häufig als einengend für den kommunalen Entscheidungsspielraum beklagt werden, kommt es nicht zuletzt auf die Persönlichkeit der Amtsinhaberin an. Damit können Sie nach innen und außen viel bewirken. Dem Verhältnis zu den Aufsichts- und Fachbehörden kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Kontaktpflege
und die selbstbewusste Präsentation der Belange unserer Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger sind wichtig. Wir wünschen uns, dass diese erfolgreich vertreten werden. Kommune und Staat sind letztlich Partner auf der Suche nach Lösungen von vielfältigen Aufgaben. Auch im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde ist Offenheit, Transparenz und Sachlichkeit der beste Weg für einen gelingenden Umgang. Hier haben Sie bereits ein beachtliches Tempo vorgelegt und wir alle können uns ein Weiter-so nur wünschen. Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wie es um die Belange ihrer Gemeinde steht, was sie erwarten können, aber auch was gegebenenfalls von ihnen erwartet wird. Im Vordergrund aller sollten dabei die Chancen der Zukunft und weniger die Risiken und Belastungen stehen. Ich denke, meine bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass das Amt der Bürgermeisterin wie wenige Berufe die Möglichkeit bietet, Zukunft unmittelbar zu gestalten. Das verlangt einen großen persönlichen Einsatz der Verantwortlichen, Kraft, Kreativität und Entscheidungsfreude. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Frau Dr. Loff, eine Persönlichkeit an verantwortlicher Stelle zu haben, die diese Qualitäten in sich vereinigt. Zum Start Ihrer neuen Aufgabe darf ich Ihnen persönlich und im Namen des gesamten Gemeinderates alles Gute und viel Glück wünschen, das auch der Tüchtige zum Erfolg braucht. Damit darf ich dann zur Vereidigung von Frau Dr. Loff zur neuen Bürgermeisterin der Gemeinde Schwaikheim kommen. Ich darf Sie, Frau Dr. Loff, bitten, auf die Bühne zu kommen und ich bitte auch die beiden Bürgermeisterstellvertreterinnen, Frau Gottschalk und Frau Röger, auf die Bühne. Herzlichen Dank. Wir werden auf der Bühne den Abstand einhalten, sodass wir die Masken ablegen können, auch um der Presse die Möglichkeit zu geben, Bilder machen zu können. Mir gegenüber bitte, Frau Dr. Loff. Sie dürfen die rechte Hand heben und mir dann bitte nachsprechen. Ich glaube, mit meiner Stimme geht es auch ohne Mikro. Ich gelobe Treue der Verfassung. Ich gelobe Treue der Verfassung. Gehorsam den Gesetzen. Gehorsam den Gesetzen. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich. Insbesondere gelobe ich. Die Rechte der Gemeinde, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren, gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner, und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern, nach Kräften zu fördern. So war mir Gott helfe. So war mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen jetzt noch den Akt hier vollziehen und die Unterschriften leisten. Das wird noch einen kleinen Moment dann hier brauchen. Frau Dr. Loff. Okay.
Damit wäre es geschafft. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Frau Dr. Astrid Lopp, neue Bürgermeisterin. Musik. Ja. Unser Musikverein. Thank you.
Sehr geehrte stellvertretende Bürgermeisterin Frau Gottschalk, Frau Röger, sehr geehrter Herr stellvertretender Bürgermeister Herr Bauer, vielen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung, für die Durchführung dieser Veranstaltung und diese professionelle Gestaltung und Ihre Reden. Ich schließe jetzt Frau Röger gleich noch mit ein, die nach mir noch spricht. Lieber Musikverein, liebes Duo Napoletana, ich will mal noch einen Buchstaben dazwischen setzen, aber der ist ja gar nicht da. Vielen Dank für die feierliche Umrahmung dieses Ereignisses. Vielen Dank, Herrn Mayer, für die wirklich gut recherchierte Rede. Ich bin sehr beeindruckt, was Sie alles in Erfahrung gebracht haben. Und natürlich Herrn Jürgen Kiesel für seine Rede und seinen Beitrag hier zum Gelingen der Veranstaltung. Ich brauche jetzt nicht mehr alle begrüßen. Am liebsten würde ich jeden Einzelnen hier im Raum namentlich begrüßen. Sie sind mir ja auch so gut wie alle namentlich bekannt. Das tue ich natürlich nicht. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn ich Sie jetzt insgesamt anspreche, dann kommt das aber ebenso von Herzen. Ich grüße Sie als Bürgermeisterin von Schwaikheim. Das ist mir eine Ehre. Mit großer Dankbarkeit habe ich am 12. September das Wahlergebnis zur Bürgermeisterwahl der Gemeinde Schwaikheim erfahren dürfen. Die Wahl fand vor einem tragischen Hintergrund statt, weil Schwaikheim seinen langjährigen Bürgermeister, Herrn Gerhard Häuser, verloren hat. Wenn die Zeit soweit ist, wird es auch Signale geben, für einen angemessenen Weg der Leistungen zu gedenken. Das Ergebnis in seiner Deutlichkeit ist ein klarer Auftrag an uns alle. Suche der Stadt Bestes, hat Luther mal übersetzt. Er meinte damit Babylon. Babylon galt seinerzeit als schwieriges Pflaster. Franz Rosenzweig hat es dann anders interpretiert, fragt den Frieden der Stadt nach, und Menge meinte, bemüht euch um das Wohl der Stadt. Schwaikheim hat sich entschieden. Der Weg in die Zukunft heißt gemeinsam. Gemeinsam für Schwaikheim, mit Herz, mit Verstand und gemeinsam mit allen, die sich einbringen können und möchten. Das sind in Schwaikheim sehr, 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 sehr viele Menschen. Sie merken das auch an dem Interesse daran, sich hier auch überall zu beteiligen, sich einzubringen, jetzt eventuell an den Bildschirmen dieser Veranstaltung zu folgen. Ich freue mich über Sie alle, Ihr Engagement, und dass Ihr Herz für Schwaikheim schlägt, meins tut's auch. Die Aufgabe, Schwaikheims Bestes zu suchen, den Frieden der Gemeinde nachzufragen und sich uns gemeinsam um die Wohlfahrt unserer Gemeinde zu bemühen, das haben Sie mir anvertraut. Das werden Sie unmittelbar miterleben. Wir werden hier gemeinsam auch in diese Aufgabe hineingehen, hineinwachsen. Und Sie alle hier stehen für die Unterstützung dieses Weges. Ich werde auf Sie zukommen, auch buchstäblich. Sie werden mich im Ort sehen. Ich bin ansprechbar. Und wenn die Bürgersprechstunden nicht ausreichen, bekommen Sie trotzdem so schnell wie möglich einen Termin. Ich habe am Anfang meines Wahlkampfes schon gesagt, und daran hat sich nichts geändert, dass ich nichts versprechen kann, für das ich nicht alleine zuständig bin. Was ich Ihnen versprechen kann: Alle Entscheidungen werden nach gründlicher Prüfung, sachorientiert, mit Überzeugung und im Sinne der Mehrheit getroffen. Demokratien leben davon, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, von einer Mehrheit getragen. An der Stelle jetzt schon meinen herzlichen Dank an den Gemeinderat für die Unterstützung, die mir zugesagt wurde und die ich natürlich genauso als gemeinschaftliches Werk zurückgeben möchte. Sie erfahren von mir auch jederzeit den Grund, warum nicht immer alle individuellen Interessen gleichermaßen berücksichtigt werden können. Mein Auftrag ist klar: Das Gemeinwohl muss für unsere Gemeinde Grundlage allen Handelns und Entscheidungsgrundlage sein. Das wichtigste Organ einer Gemeinde ist der Gemeinderat. Meine Aufgabe ist es, die Beschlüsse des Gemeinderats gemeinsam mit Verwaltung und Mitarbeitern der Gemeinde umzusetzen. Es wurden einige wichtige Projekte angestoßen, selbst in schwierigen Zeiten. Zu nennen sind hier die, oder auch schon vorher, aber durchgehend weitergeführt, zu nennen sind hier die Kindergarten- und Tagesbetreuung, der Bauhof, ausreichend Klassenräume, Sporthallen, die neue Mitte 2, die Verkehrssituation, und das ist längst noch nicht alles.
Weitere Themen, die jetzt anstehen, sind die Einkaufssituation, gewerbliche Leerstände, vor allem die größeren, nachhaltiger Klimafolgenschutz und Katastrophenschutz, damit einhergehend Wohnraum, aber auch ein schöner, erlebbarer gemeinsamer Alltag in Schwaigheim. Hier und überall werden Interessen aufeinanderkommen, die nicht sofort miteinander identisch sind oder die einfach aufeinandertreffen. Und wir müssen uns dabei aber nicht alle nur fragen, was ist denn jetzt gerade in meinem Interesse, sondern vor allem, wofür stehe ich, auch über mich selbst hinaus? Wo liegt meine Verantwortung auch für die nächste Generation? Sie ahnen schon, das hat Folgen für die Stadtentwicklung. Für mich gelten da drei Leitplanken. Die lassen viel Platz zwischen sich, aber die sind trotz allem da als ein Stück weit auch Grenzen dessen, was besonders gut ist. Erstens mal, die Entwicklung unserer Gemeinde soll möglichst vielen nützen. Gemeinschaftsinteresse vor Einzelinteresse. Zweitens, die Stadtentwicklung soll Begegnung ermöglichen und Gemeinschaft fördern, gerade hier in Schwaigheim. Drittens, sie soll mit Blick über die nächsten Jahre hinaus alle Generationen berücksichtigen. Das ist eine Riesenaufgabe. Also das ist auch noch zu füllen mit konkreten Entscheidungen, die hier gemeinsam und unter Einbezug der Bürger vom Gemeinderat und der Verwaltung und den Gemeindemitarbeitern am Ende auch umgesetzt werden müssen. Chefsache sind darüber hinaus für mich natürlich, also das waren jetzt die Leitplanken, konkrete Chefsache für die nächste Zeit sind für mich auch die Wirtschaftsförderung, die Zusammenarbeit mit den Vereinen und nachhaltige Finanzierung, also Fördermittel für Schwaigheim. Unsere Verwaltung unterstützt uns darin, rechtssichere Lösungen zu suchen und zu finden. In dem Zusammenhang werde ich auch öfter mal auf die Kommunalaufsicht zukommen. Herr Mayer, danke schön, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit hier die Bereitschaft signalisieren, dass wir auf Sie zukommen können. Wir werden das tun. Für eine Verwaltung ist das sehr viel. Ja, ich habe mir nämlich sagen lassen, 97% der Zeit werden benötigt, um einfach nur alles Bestehende am Laufen zu halten. Aber jetzt geht es hier um Entwicklung. Es wird also nicht immer alles sofort im Handumdrehen am nächsten Tag erledigt sein können. Aber auch hier gilt, ein Gegeneinander hilft mal gar nicht. Was hilft, sind Respekt und die Bereitschaft, Lösungen zu finden. Das biete ich an und das fordere ich auch ein. Die Verwaltungsabläufe müssen in Zukunft nicht nur aufrechterhalten werden, sondern im Sinne der Bürger noch einfacher und bequemer werden. Und hier wird die Digitalisierung eine weitere neue Aufgabe sein, die auf die Verwaltung auch noch zukommt. Da kommt also einiges auf uns zu und Sie merken, alles davon ist erfreulich. Das führt in eine gute Richtung, eine gute gemeinsame Richtung für alle im Sinne der Bürger Schwaigheims. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dienste und im Sinne der Bürgerinnen und der Bürger von Schwaigheim. Ich bedanke mich auch nochmal bei Herrn Mayer, dass er bereits die Weiterarbeit unserer Gemeinde in den letzten Monaten erwähnt hat. Eine Zusammenarbeit von unserem stellvertretenden Bürgermeister Bauer, dem Gemeinderat und allen Fraktionen dieses Gemeinderats. Und die letzten Wochen zeigen, dass alle Fraktionen bereit sind, gut und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das ist hier eine ausdrückliche Erwähnung wert, finde ich, denn es schließt den Kreis bezüglich der Suche nach dem Besten der Gemeinde. Ich danke zu guter Letzt meiner Familie, meine Mutter, ohne die ich nicht so wäre, wie ich bin, mein Bruder, mein Sparringpartner Nummer 2, Nummer 1 ist mein Partner, Nico Wacker. Sie sind natürlich nicht nur Sparringpartner, Sie sind Familie, das ist klar. Meinem Freundeskreis, meinen Söhnen, allen Unterstützerinnen und Unterstützern hier in Schwaigheim, vom Wochenmarkt angefangen, hin zu jedem einzelnen Gespräch, das ich in den letzten Wochen und Monaten schon führen durfte. Diese Gespräche, die sind nicht nur in meinen Heften, also die Botschaften darin, die sind auch in meinem Herzen. Und an der Stelle können wir jetzt tatsächlich anfangen, gemeinsam das umzusetzen, was für Schwaigheim ansteht, was gemeinsam gelöst werden darf. Ein Dank an alle diese Menschen, die mir auch Aufmunterer sind, warnende Freunde und vor allem Menschen an meiner Seite. Danke, dass ich mich auf euch und auf Sie verlassen kann. In dieser Stunde endet übrigens meine Lebenszeitverbeamtung. Es beginnt also ein neuer Zeitabschnitt. Mama, jetzt weißt du es. Ne? Ich bin jetzt ganz für Schwaigheim da.
Nach meinem Selbstverständnis ist niemand für sich selbst Bürgermeister oder Bürgermeisterin, sondern immer etwas Größeres, für etwas Gemeinsames. Und danke, dass Sie in diesem Moment hier sind, hier oder auch zu Hause an den Bildschirmen, um diese Unterstützung auszudrücken. Gemeinschaft braucht Gelegenheiten, kleine Feste, Bräuche, Anlässe zusammenzukommen. Frau Gottschalk hat schon gesagt, Schweigheimer feiern gerne. Das passt wunderbar. Ich mag es, wir können nachher gleich damit anfangen, wenn diese Veranstaltung, wenn der formale Teil dieser Gemeinderatssitzung dann auch vorbei ist. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen am Ende noch ein bisschen zusammenstehen zu können mit dem erforderlichen Abstand und dann mit Ihnen gemeinsam den ersten Schritt in Schweigheims Zukunft zu machen, gemeinsam für Schweigheim. Ich danke Ihnen. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen alle hier im Saal und zu Hause. Ein herzliches Grüß Gott, besonders Ihnen, Frau Dr. Astrid Loff, unserer neuen Bürgermeisterin in Schweigheim. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich nicht alle geladenen Gäste erneut namentlich erwähne. Fühlen Sie sich trotzdem auch von mir herzlich gegrüßt und sehen Sie es als der Zeit geschuldet an. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dr. Loff, Ihnen danke ich für die ausführlichen Nennungen Ihrer Ziele, Vorstellungen, Hoffnungen und Wünsche, die Sie für sich selbst und für unsere Heimatgemeinde Schweigheim formuliert haben. Sie haben mit Ihrer positiven Ausstrahlung und unermüdlichen Einsatz bei der Bewerbung um das Amt, die Zuneigung und Herzen der Bürgerinnen und Bürger im Handumdrehen erobert. Man spürt es förmlich. Sie sind bis an die Haarspitzen motiviert und bereit, die großen Fußstapfen Ihres Vorgängers zu füllen und eigene Akzente zu setzen. Erwartungsvoll stehen viele hochmotivierte und auch fachlich kompetente und herzliche Menschen an Ihrer Seite und wollen Sie die nächsten Jahre gerne begleiten. Für die kommende Zeit wünscht der Gemeinderat und auch besonders ich Ihnen ganz persönlich eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen, Durchhaltevermögen, Gelassenheit und Ruhe. Die bekannte Schweigheimer Aktion des Bund der Selbstständigen Schweigheim leuchtet, soll auch, deshalb steht der Kerl da, der Kürbis, ja, soll auch für das Rathaus gelten. Deshalb habe ich Ihnen einen großen, strahlenden Kürbis mitgebracht. Dieses Kerzenlicht soll alle Räume und Herzen im Rathaus erhellen und erwärmen, damit Ihnen, Frau Dr. Loff, und Ihren Wegbegleitern die großen
und die kleinen Dinge in einer entspannten und friedlichen Atmosphäre und gutem Licht gelingen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste aus nah und fern, ein herzliches Dankeschön für Ihr großes Interesse an der heutigen feierlichen Amtseinsetzung von Bürgermeisterin Frau Dr. Astrid Loff. Ein herzlichen Dank allen sichtbaren und unsichtbaren Helfern, die zum Gelingen dieser besonderen Gemeinderatssitzung beigetragen haben. Ein ganz besonderer Dank dem Hauptamtsleiter Michael Tretter und seinem Team, Frau Jennifer Schuster sowie Matthias Gölziger und in Abwesenheit Heike Zürn und Dominik Thebes, denen ich von hier aus die besten Genesungswünsche übermittle. Genesungswünsche auch allen, die heute nicht dabei sein können und leider krank sind. Deshalb gibt es noch den einen oder anderen freien Platz. Schade für jeden, der nicht dabei sein konnte. Danke allen Festrednern, dem Duo Napoletana und dem Musikverein Schweigheim, der uns nun zum Abschluss der feierlichen Gemeinderatssitzung nochmal in musikalische Hochstimmung bringen wird. Hoffe doch, ja? Ja, gut. Mhm. Hiermit schließe ich die öffentliche Gemeinderatssitzung. Schön, dass Sie alle hier in der Gemeindehalle und virtuell mit dabei waren. Nach dem Musikstück sind Sie zu einem kleinen Umdruck eingeladen. Bitte achten Sie auf den erforderlichen Abstand und genießen Sie diese Zeit der Begegnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.